Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Dark Souls 3. Ja, ich denke, es ist an der Zeit, ich sollte mich jetzt allmählich mal zurückporten. Meine Lebenspunkte schauen nicht sonderlich gut aus und ich habe auch keine Zauber mehr. Ich habe keine... Was war das? Das Geräusch war gerade sehr creepy. Ich habe keine Zauber mehr und ich habe keine Estus mehr und ja... Dementsprechend, oder keine Wunder, also ich kann keine Wunder mehr wirken. Dementsprechend, ich sollte mich allmählich auf den Weg zurückmachen. Und sollte erstens mal generell ans Leuchtfeuer gehen, um alles zu resetten. Und zum zweiten halt eben gucken, dass ich die Seelen vielleicht mal irgendwo anständig investiere. Ja, ich fand es ganz witzig, dass eben der Kommentar kam. Ach, war das, weil der Ring getriggert hat? Deswegen kam das Geräusch? Ah, es kann sein. Dass ich halt den Kommentar bekommen habe, so, ja, weiß nicht, du rennst da so rum, obwohl du im Endeffekt halb tot bist. Ich weiß nicht, ob das verrückt ist oder keine Ahnung. Also sowas hat, ich weiß es, ich kann dir gerade den genauen Wortlaut nicht wiedergeben. Ja, keine Ahnung, ich traue mich manchmal einfach, dass ich dann so denke, ach komm, YOLO, man macht das jetzt einfach und ich, wer bist du da eigentlich? Ja, renn dann halt einfach, was weiß ich, überall hin und, naja... Könnte auch negativ ausgehen, da muss ich halt wieder hinrennen. Also, ich versuch's halt einfach. So, wer bist jetzt du? You're an unkindled, aren't you? I am Ciris of the Sunless Realms, former servant of the Divinity. Duties we each bear, but one's duty is a solitary affair. I doubt we've much to gain from fraternization. Blessing of the moon upon your journey. Wieso bist du dann da? I doubt we've much to gain from fraternization. Blessing of the moon upon your journey. Okay, ja, alles klar. Warte mal, was steht hier? Zeit für Sumpf. Versucht Frau. Finger wird benötigt. Aha, interessant. Welcome home, Ashen One. Speak thine heart's desire. Nee, jetzt erst doch nicht. Ich will mich erstmal ausrüsten anständig. Aha. Als erstes verkaufen wir mal. Und zwar werden wir das da los. Und wir werden das da los. Und wir werden das da los. Dann werden wir... das nochmal? Achso. Werden wir... das da los. Und das da los. Und das da los. Und das da... und das da und das da und das da auch. Es ist ein bisschen was. Muss ja nicht alles sein. Stimmt, ich habe da einen neuen bekommen. Den sollte ich vielleicht mal benutzen, mal angucken, ne? Der wird, ja, keine Ahnung. Kann man auch wegmachen. Das machen wir auch weg. Hier können wir eigentlich auch mal allmählich aufräumen, was wir nicht mehr brauchen. Ich verkaufe jetzt erstmal nur die doppelten Sachen und dann kann ich ja immer noch gucken, was davon, dass wir dann demnächst mal auch noch loswerden. Da ist nämlich einiges dabei, was wir nicht mehr brauchen. Dann kaufen wir. Und zwar kaufen wir... Wir gehen es lieber mal so durch. Ein paar Brandbomben. Ja. Yep. Dann kaufen wir... ein paar Pfeile. Das dürfen gern ein paar mehr sein. Danke. Ja, ich bin dir wieder sehen, keine Sorge. Dann gehen wir da kurz hin. Just good, just what needs. Waffe verstärken. Können wir aktuell nicht, da fehlen große Titanitscherben. Ausrüstung reparieren. Brauchen wir nicht. Estus Lacor verstärken. Wir haben keine Estus-Scherbe. Dann haben wir das erstmal erledigt. Dann können wir unserem Charakter ja diesbezüglich eine andere geben. Und zwar theoretisch hätte ich gesagt, geben wir ihr das da. Kosten sind weniger. Buff, Zauber und so weiter. Robustheit, Gedönsdings, alles Mögliche. Unbeugsames Gebet erhöht beim Wunderwirken kurzzeitig die Balance und verhindert, dass der Gegner das Gebet unterbrechen kann, in beiden Händen abgelegt werden. Der hatte halt regeneriert vorübergehend TP. Das ist nochmal was anderes, aber die Fertigkeit werden wir ja nicht wirklich nutzen, also ist das egal.
Dann haben wir Wunder, mehrere Wunder. Und zwar habe ich hier noch die Auffrischung, dass die TP langsam wieder steigen. Wir haben Heilt Leiden. Wir haben das mit den Leuchtfahnen. Hierfür brauchen wir 18. Und die Wucht. Okay. Wie viel müssen wir noch aufsteigen, damit wir auf 18 kommen? Welcome, Hope, speak. Aufsteigen. Well, then touch the pig, nourish. Das können wir ja mal wegklicken. Das kennen wir ja alles. Da fehlen uns nur noch 2. Dann nehmen wir die doch gleich noch mit rein. Und dann werden wir noch weiter in Vita gehen, bis wir Vita auf 20 haben. Farewell, Ashen One. Dankeschön. Dann werden wir Zauber einstimmen. Erstmal lassen wir es noch, solange wir noch ein paar Heimkehrknochen haben. Ich denke, da brauche ich das momentan auch noch nicht wirklich. Aber ich wollte zumindest das schon mal machen können. Heilungshilfe und Heilen. FP kosten 27, FP kosten 45. Das ist 30. Stellt TP nach und nach wieder her. Mehr steht nicht dabei. Es steht nicht, wie schnell es ist, nichts. Es steht nur da, dass es wieder herstellt. Das ist eben das mit den Haltleiden. Den Leuchtfeuer und die Schockwelle. Ich werde bald das mitnehmen. So. Dann haben wir Heilen und Auffrischung. Mal Auffrischung benutzen. Mal gucken. Geht das noch einmal? Nein. So gerade noch reicht es nicht für noch einmal. Okay. Gut. Dann dürfte das erst mal reichen. Pfad der Opferung, Halbfeste. Dann porten wir uns da jetzt mal hin. Und da geht es jetzt eigentlich theoretisch auch schon weiter mit dem Erkunden. Was habe ich noch in den Kommentaren? Ich habe die Kommentare alle gelesen. Ich habe sie auch noch mal im Vorfeld der Folge gelesen, damit ich auch nichts übersehe. Und da ist mir unter anderem auch etwas zu dem Thema PvP geschrieben worden. Ich habe mich ja gegenüber dem Invade, den ich letzte Folge bekommen habe, in Anführungszeichen unhöflich verhalten, denn ich habe mich nicht verbeugt. Ich habe das dann auch gesagt, so, ey, ganz ehrlich, ich verbeug mich jetzt nicht. Das war zum einen so ein bisschen Faulheit, weil dann hätte ich jetzt nochmal extra gucken müssen. Natürlich, ich weiß, es ist Select, aber trotzdem hätte ich gucken müssen, wo, auf welcher Stelle liegt der Emote und so weiter und so fort. Ich meine, ich kann das jetzt mal machen, dass wir jetzt hier mal auf Wechseln gehen. Und, das Verbeugen da hinpacken, dann können wir das in Zukunft leichter machen. Also ich könnte das also durchaus tun, und es, ich verstehe es, dass so ein bisschen zu einer inoffiziellen Netiquette gehört. Es ist so, ja, stimmt, wie auch jemand in den Kommentaren als Antwort dazu geschrieben hat, es ist nirgendwo geschrieben, dass man das muss. Das ist richtig. Da stimme ich vollkommen zu. Das hat nie irgendwo jemand geschrieben, dass man das machen muss. Aber das ist das gleiche wie beispielsweise im WVW, also im Welt-gegen-Welt-Modus von Guild Wars 2. Da ist es auch so, dass es steht nirgendwo geschrieben, dass wenn du eine Gilde siehst von deinem Home-Server und eine gegnerische Gilde steht denen gegenüber und die bereiten sich vor, gleich gegeneinander zu kämpfen. Oder es scheint halt so, als würden die gegeneinander zu kämpfen. Es steht nirgendwo geschrieben, dass man sich da nicht einmischen darf. Aber es gehört halt einfach irgendwie zum guten Ton. Siehst du eine Gilde, wer zuerst kommt, mal zuerst. Und die andere Gilde hält sich raus. Das ist einfach so, das gehört zur Netiquette. Und dementsprechend, jetzt gucken wir mal, wie voll mich das heilt. Das ist aber ganz schön langsam. Oder die Waldfee. Das gehört einfach zum guten Ton. Also ja, es muss nirgendwo geschrieben stehen, um zu gelten. Es ist halt einfach wie eine Art kleiner Kodex. Ein Kodex ist auch nicht immer offiziell. Dementsprechend, ich kann das verstehen, dass vielleicht auch Leute gerade, die sich viel mit Dark Souls beschäftigen, gerade Leute, die vielleicht sich schon sehr lange mit Dark Souls beschäftigen und sich vielleicht auch mit dem PvP von Dark Souls beschäftigt haben, sich denken, wow, das war jetzt schon unhöflich von mir. Dass ich einfach gesagt habe, nee, sorry, aber ich verbeug mich jetzt nicht extra.
Kann man die Blutung triggern? Nice. Also das, da habe ich vollstes Verständnis für. Das nehme ich auch so an, dass das nicht unbedingt nett von meiner Seite aus war. Und würde ich auch irgendwo recht geben. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite muss ich halt sagen, ich habe niemals darum gebetet, invaded zu werden. Ich habe keine Möglichkeit, das irgendwie zu verhindern, außer keine Blut zu nehmen. Und ich finde es halt, wie soll ich sagen, es wäre schön, wenn man sagen würde so, yo, ich habe kein Problem. Ich weiß, es gehört zu Dark Souls irgendwo dazu, keine Frage, aber ich bin kein Fan davon und deswegen habe ich das leider nicht so gerne und deswegen finde ich, sollte, wenn mich jemand invadet, sollte sich nicht darüber mokieren. Und ich vielleicht nicht unbedingt an solche Sachen halte. Das ist das Gleiche wie, man heilt sich nicht. Gehört wohl auch irgendwie zur Netiquette, dass man sich nicht heilt. Ja. Söldnerrüstung? Okay. Ich habe doch schon eine Söldnerrüstung. Bereit? Wieso? Wegen dem da? Hallo? Könnt ihr mir mal ein bisschen was entgegenschmeißen? Das nehmen wir das erstmal hier. Söldner-Doppelschwert. Das habe ich doch auch schon. Jetzt habe ich hier nochmal eine Söldnerrüstung bekommen. Ui. Alter Schwede, das hat wehgetan. Das hat heftigst wehgetan. Gehen wir mal hier runter. Wow. Ja gut, Pathfinding at its best, ne? Jetzt steht er da. Kommst du? Alter! Uiuiui. Tut schon weh. Da muss ich mir echt noch ein bisschen besser anstellen. Gegen den. So wird das nichts. Huh. Das war jetzt nicht gut. Das hätte besser gehen können. Steht hier? Ah, Freund. Ja, ja, ich hab's gesehen, dass das ein Freund war. Also wie gesagt, also ich verstehe die Leute, die sagen, das ist jetzt nicht nett von dir gewesen. Ich sag da überhaupt nichts dagegen. Also das ist wirklich völlig in Ordnung. Es ist euer gutes Recht zu sagen, ihr fandet das nicht nett. Und ich kann das auch nachvollziehen. Scheinbare Wand voraus. Nee, ist keine scheinbare Wand. Gut, schlecht. Wie bewerte ich das denn? Nein. Ja. Scheint nämlich keine scheinbare Wand zu sein. Mission von irgendetwas. Ach so, das sind so Spaßnachrichten. Lügner voraus, ja. Kohle von Pharon. Das war, was war das nochmal? War das nicht sowas ähnliches wie eine Glut? Durch Wirken von Schwert, Schaff und Gift aktivieren. Ach, das geben wir den Typi, okay. Sonst war hier nichts. Interessant. Dass hier sonst nichts zu sein scheint. Nee, aber genauso hoffe ich halt natürlich, dass man mich auch ein kleines bisschen versteht, wenn ich sage, dass ich das nicht mag. Ich mag das nicht, dass Leute einfach kommen und sich einen Spaß draus machen, andere Leute zu invaden. Gerade noch ganz am Anfang vom Spiel. Ich meine, ich stehe hier wirklich noch ziemlich am Anfang. Das heißt, ich habe rein theoretisch noch kaum Plan von dem Spiel. Und dann kommt sofort jemand und möchte mich ärgern und invadet mich. D-
deswegen bin ich halt auch der Meinung, dass da jemand, dass die Leute halt auch ein bisschen verstehen müssen, wenn man dann ein bisschen salty ist. Weil ich es halt leider nicht so nett finde. Aber gut. Wie gesagt, ich verstehe es. Es gibt immer wieder sowas wie eine Art Kodex in Games. Und hier ist es halt wohl genauso. Und dementsprechend verstehe ich das. Und es ist auch gar nicht wirklich böse gemeint, wenn ich dann sage, nö, ich verbeug mich jetzt nicht. Es war nur in dem Moment einfach aus diesem, ich bin in einem Gebiet, das ich noch nicht kenne. Ich bin relativ low gewesen. Ich glaube, ich hatte noch nicht mal mehr einen Estus oder so. Und dann kommt halt jemand und stört mich dabei in meiner Erkundung von der Welt. Da war ich halt einfach stinkig und habe deswegen gesagt, nö, aus Prinzip, ich verbeug mich jetzt nicht. Wie gesagt, man muss es nicht gut heißen. So. Gibt hier, glaube ich, noch extrem viel, was ich erkunden kann. Hi, Hundi. Habe ich nicht gerade noch was gesehen? Ah, hier ist ein Leuchtfeuer. Guck mal einen an. Hätte ich das sehen können? Vorsicht vor Krabbe. Was passiert denn? Ich die hier so versuche wegzumachen. Das macht 34 Schaden. Wie viel Schaden macht das? 37. Wie viele Seelen gibt denn die? Macht das einen Unterschied, wo ich die haue? Toll, stimmt, die graben sich ja teilweise dann wieder ein. Warum auch immer die das machen. Und ich soll meinen Augen trauen, ist mir in die Kommentare geschrieben worden. Ich werde der Person auf alle Fälle auch noch antworten, die das geschrieben hat, mit dem, dass es jetzt eigentlich nicht so nett fand. Läuft vorher voraus, ja. Werde ich auf alle Fälle noch machen. Wie gesagt, ich habe vollstes Verständnis für die Meinung. Hey. Seele? Hi. Na du? Alter, der hat mich erwischt. So, weiß ich, ich hab Blutung. Da kann ich auch mal auf dich draufömmeln. Glaubst du nicht? Ist aber so. Frag mich, ob Auffrischung vielleicht besser ist. Vielleicht heilt mich das ja ganz voll. Ich glaube, ich gehe erstmal hier lang. Yep. Weg mit dem? Alter. Hübsch ist es ja nicht. Glut. Oh, hi. Was glitscht denn der da so lang? Glitscht der da voll dran an der Wand dran? Was glitscht die denn da so? Trau denen nicht, wenn die da so glitschen. Oh. Den aus dem Target zu nehmen war ein großer Fehler. Oh, da kommen ja nächste. Kommt noch einmal einer. So. Der Estus-Scherbe. Nice. Das heißt, noch ein weiteres Estus-Flakon. Sehr schön. Finde ich gut. Finde ich super. So, ja, habe ich das jetzt eigentlich gesagt? Ich weiß gar nicht. Ich habe mir das fest vorgenommen, das am Anfang der Folge noch zu sagen. Natürlich, ich muss mich auch dafür entschuldigen, dass wieder eine Folge ausgefallen ist. Weiß es nicht. Das erste Mal, dass ich das mache in letzter Zeit. Momentan spielt mein Leben mir sehr, sehr blöde Streiche. Habe ich, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt, dass es ausgefallen ist. Kommt leider auf mich momentan immer wieder ein paar sehr unschöne Sachen zu. Und das war auch leider diesmal wieder der Fall. Und da war meine Laune einfach extrem am Arsch. Deswegen ich halt mal wieder nicht aufgenommen habe. Und... Ups. Ja, ich hab's gut gemacht. Hey!
Das ist natürlich nicht cool. Und ich denke, für euch ist das sehr ärgerlich und ich versuche das auch immer weitgehend zu vermeiden. Das ist gerade auch, wenn meine Laune vielleicht gerade nicht so gut ist, ich trotzdem versuche, meine Folgen aufzunehmen. Aber leider geht das einfach nicht immer. Deswegen fällt jetzt auch eine Woche lang ein Minecraft-Projekt aus, weil ich einfach nicht aufgenommen habe mit denen. Mittwochs ist immer Aufnahme. Kristalledelstein, okay. Was im Hut auf von einer aus Dark Souls 1? Stab des Zauberers, okay. Stab des Ketzers, jetzt kriege ich hier Stäbe. Bin aber in Dark Souls 3 kein Zauberer mehr. Brauche ich keine Stäbe. Oh, hätte das sein können. Ist hier was? Ist. Ja, jedenfalls, wie gesagt, es tut mir definitiv leid, dass sie ausgefallen ist, aber mein Leben ist momentan einfach ein bisschen kunterbunt durchgewürfelt und manchmal leider nicht so toll. Und bevor ich dann in schlechter Laune einen Part aufnehme, muss ich leider den sauren Apfel beißen und sag, sorry Leute, es fällt schon wieder eine Folge aus. Jetzt sind wir hier. Hi. Hab dich gesehen. Ja, ja, ich hab mich halt trotzdem erwischt, ne? Ich höre hier was laufen. Da drin sind wir, okay. Kommst du angelatscht? Kommst du? Kommst du nicht? Kommst du? Kommst du nicht? Kommst du? Kommst du nicht? Da ist er. Ah, ich wusste, dass ich nicht zuschlagen sollte, dass ich zu langsam bin. Brandbomben. Nice. Ist auch geil, um Eck rennen, wo ich mich nicht auskenne, dann erstmal einen Estus schlucken. Obwohl ich nicht weiß, ob da was auf mich zukommt. Lauf, 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 lauf. Nein, nein, nein. Geh weg. Das ist jetzt gemein. Wegen dir entwischt mir jetzt das Glitzerdingsi. Oh, ich hab's noch bekommen. Oh, schön. Okay. Sonst noch was, was ich hier... Okay. Oh, wie gemein. Vor allem, ich bin dem Glitzerdingsi einfach nachgelaufen. Ohne Rücksicht auf Verluste. Oh, nee. Oh. Oh. Ohne Rücksicht auf Verluste. Was da jetzt auf mich zukommen könnte. Deswegen gibt es ja auch diese Zauberstäbe. Weil hier Zaubertypis sind. Eieiei, ich bin heute schon wieder knapp an der Grenze mit Lebenspunkten und allem, ne? Ah, guck mal einer an. Da liegt Loot. Ring der Opferung. Okay. Steht hier. Krieger schlafen voraus. Okay. Hier war ich schon. Ach, hier bin ich jetzt wieder. Okay. Gut. Hier geht's raus. Liegt auch Loot. Ach du Scheiße. Wo man hier überall hinkommt. Goldfalkenschild. Eieiei. Kommt doch gleich irgendwas und will mich wieder töten. Ach da. Ausdauer? Blutung triggern? Habe ich getriggert, glaube ich. Da hat er mich erwischt. Oh,
Oh, das ist so gemein, NPCs plötzlich auch anfangen rumzudodgen. Ich nicht. Verbanntes Großschwert, okay? Hier will ich noch kurz reingucken. Okay, hier steht nichts. Hammerknochen? Hier ist eine Tür. Ach, jetzt bin ich hier. Ja. Okay, ich weiß, wo ich bin. Die Tür habe ich von der anderen Seite schon gesehen. Das heißt, hier könnte man jetzt theoretisch runter. Ach komm, YOLO. Das machen wir noch. Oh oh. Oh, Leuchtfeuer. Aber ich bin oben noch gar nicht fertig mit dem Kunden. Meiner Meinung nach. Sehr ekelhaftes Geräusch. Irgendwas ist da. Ach du Scheiße, was seid ihr denn? Ah ja, verstehe. Ach nee, ernsthaft. Das ist jetzt wieder so ein Gebiet, da latscht man durch das Gewässer und dann wird man vergiftet. Alles klar. Verstehe. Na, ich glaube, ich sollte mich aber erstmal oben noch fertig umgucken. Da bin ich definitiv noch nicht fertig. Mal schauen. Ja, ich würde aber sagen, an der Stelle verabschiede ich mich. Sag Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal und hoffentlich definitiv wieder übermorgen. Also, bis dahin. Ciao.